Hey Leute und ganz herzlich willkommen hier zurück auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Wisst ihr, es gibt so ein paar Produkte, die wollte ich wirklich schon seit sehr langer Zeit hier auf diesem Kanal mal testen. Irgendwie bin ich aber nie dazu gekommen und es hat sich irgendwie nie angeboten. Und eins von diesen Produkten ist das Xiaomi Smart Band 8. Das habe ich jetzt mittlerweile hier und habe es mal so ein bisschen getestet. Ich wollte nämlich vor allem herausfinden, was man für einen sehr geringen Preis von rund 40 Euro bei diesem Smart Band hier eigentlich bekommt. Beziehungsweise ich wollte auch einfach mal testen, wie sich so ein Band hier im Vergleich zu der aktuell günstigsten Apple Watch auf dem Markt, und zwar der Apple Watch SE 2, schlägt. Denn so eine Apple Watch kostet gut und gerne mal 4 oder 5 Mal so viel und ich wollte einfach mal herausfinden, in was für einem Verhältnis das eigentlich steht. In diesem Video jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ich werde euch so ein bisschen von meinen Erfahrungen mit dem Mi Band 8 erzählen und ich werde so ein paar Vergleiche ziehen zu der Apple Watch und wir schauen einfach mal, wie das Ganze sich so verhält. Am Ende von diesem Video könnt ihr hier tatsächlich auch dieses Smart Band 8 hier gewinnen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich erkläre euch dann auch ganz genau, was ihr dafür machen müsst. Und jetzt würde ich aber sagen, wir fackeln gar nicht mehr länger rum. Jetzt geht's los mit diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Design bzw. der Verarbeitung an, denn die Frage stellt sich natürlich, was bekommt man für gerade mal 40 Euro da eigentlich geboten? Im Prinzip besteht das Band aus zwei Teilen, zum einen natürlich dem Band an sich, das ist in meinem Fall jetzt hier so ein schwarzes Silikonarmband. Theoretisch könnt ihr das Band aber auch einfach ändern, es gibt da mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene zur Auswahl. Das heißt, da kann man einfach mal ein bisschen rumschauen und dann wird man wahrscheinlich auch eins finden, was da einem persönlich ein bisschen besser gefällt. Und was bei dem Band neben dem Design natürlich auch wichtig ist, ist der Verschluss. Da würde ich dann an eurer Stelle auf jeden Fall auch gucken, dass ihr ein Band mit einem richtigen Verschluss bekommt, denn der Verschluss von diesem Silikonarmband ist wirklich eine Komplettkatastrophe. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber irgendwie funktioniert das im Alltag einfach gar nicht. Als zweiten Teil haben wir dann aber natürlich das Herzstück an sich, da wo die ganze Technik drin steckt, dieser runde Body, sage ich jetzt einfach mal, da ist das Display und die Sensoren und natürlich auch der Prozessor, eben all das, was darüber gesteuert werden kann. So rein was die Materialien angeht, ist das hier bei dem Mi Band 8 wirklich nichts Besonderes, es wird da hauptsächlich Kunststoff verwendet. Ich meine, so eine Apple Watch im Vergleich, da wird Keramik benutzt und Edelstahl, Aluminium und sogar Titan, das ist ein großer Unterschied. Ich muss aber sagen, dass dieser Kunststoff doch einen kleinen Vorteil bietet, und zwar ist das ganze Band einfach extrem leicht und angenehm zu tragen. Wenn man da jetzt zum Beispiel so ein Edelstahlgehäuse von der Apple Watch nebendran halten würde, dann wird man den Gewichtsunterschied auf jeden Fall ziemlich stark merken. Auf der Vorderseite vom Mi Band 8 haben wir dann natürlich das Display und von dem bin ich insgesamt eigentlich ziemlich angetan und ich wurde sehr positiv überrascht. Ich meine, klar, die Auflösung ist jetzt nicht die beste, aber sowohl die Helligkeit als auch die Farben gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man draußen damit unterwegs ist, sieht das Display einfach schön aus und wird auch dementsprechend hell. Vor allem, wenn man da jetzt wieder den Preis im Hintergrund behält, dann geht das schon wirklich in Ordnung. Was mich tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass man wirklich alles über dieses Display steuern muss. Ich meine, ja, gewisse Dinge muss man immer darüber steuern, aber es gibt an diesem Mi Band keine externen Knöpfe, zum Beispiel keine Krone oder irgendwie keine Knöpfe am Rand. Das stört manchmal wirklich ein bisschen, weil man einfach für jede noch so kleine Eingabe immer auf dem Display rumswipen muss. Hin und wieder wäre es dann doch praktisch, wenn man irgendwie einen Knopf oder irgendwie so eine Lünette oder eine Krone hätte, mit der die Bedienung dann ein bisschen einfacher wäre. Bevor wir jetzt aber gleich auf die Software bzw. das Benutzererlebnis an sich so zu sprechen kommen, möchte ich mit euch nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Rückseite vom Mi Band werfen, denn da finden wir zum einen den Ladeanschluss. Das ist tatsächlich was, das habe ich so auch noch nicht gesehen, das ist so ein magnetischer Anschluss mit so ein paar Pins da. Insgesamt funktioniert das sehr gut, hin und wieder ist es aber so, dass das Ganze so ein bisschen locker ist und leicht verrutscht. Da bin ich schon froh, dass ich das Ganze insgesamt einfach nicht so oft brauche, denn man muss das Ding dementsprechend nicht so oft aufladen, dazu dann später noch ein bisschen mehr, wenn wir zur Akkulaufzeit kommen. Und natürlich haben wir auf der Rückseite noch diverse Sensoren, auch da kommen wir aber später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Auch wenn die Punkte bisher eigentlich schon in Ordnung gehen, gibt es da eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen mehr stört, sage ich mal, und zwar den Vibrationsmotor. Denn leider ist das meistens dann der Punkt, wo gespart wird und so ist es hier auch beim Mi Band 8, denn der Vibrationsmotor ist einfach eine Vollkatastrophe. Zugegebenermaßen weiß ich jetzt nicht, ob es in dem Preisbereich vielleicht einfach keine sinnvollen Alternativen gibt und man einfach immer auf diese alten Vibrationsmotoren zurückgreifen muss. Letztendlich ist der Vibrationsmotor so aber einfach ziemlich laut und macht einfach keinen Spaß. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar eher noch 5 Euro mehr bezahlen für das Ganze, um dann einen gescheiten Vibrationsmotor zu bekommen. Ach so, und was man vielleicht noch erwähnen muss, es gibt hier weder ein Mikrofon noch einen Lautsprecher. Das heißt, man kann hier auch nicht telefonieren bzw. keine Sprachnachrichten aufnehmen und auch keine Audioinhalte in irgendeiner Weise drauf abspielen.
Ich würde aber fast sagen, wir kommen jetzt mal zur Benutzeroberfläche, denn da spielt ja eigentlich die Musik letztendlich. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht alles andere auch keinen Sinn. Das heißt, wir schauen da jetzt mal ein bisschen genauer hin und anfangen tun wir einfach erstmal mit dem Watchface bzw. dem Homescreen. Denn letztendlich kommt man immer dahin wieder zurück und da sieht man natürlich auch die Uhrzeit bzw. je nachdem das alles, was eben auf dem Watchface verfügbar ist. Es gibt da wirklich eine ganz große Auswahl an verschiedenen Watchfaces, sowohl schon auf dem Mi Band selbst. Über die zugehörige App könnt ihr dann auch nochmal mehr Watchfaces herunterladen, die lassen sich aber leider nicht separat anpassen. Das heißt, ihr könnt eins auswählen und das dann hinzufügen und dementsprechend auch verwenden. Ihr könnt aber nicht einzelne Watchfaces dann noch irgendwie in ihrem Design anpassen. Die sind einfach einmal so designt und die bleiben dann auch eben so. Wo ich jetzt gerade schon bei der App war, vielleicht kann ich darüber nochmal kurz zwei, drei Worte verlieren, denn diese App ist letztendlich ein Muss. Ohne diese App könnt ihr das Ganze nur sehr eingeschränkt verwenden und das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr diese App dann auch runterladet. Und insgesamt funktioniert diese App auch ziemlich gut, beziehungsweise ist von Grund auf erstmal gut designt. Ich habe das tatsächlich auch gar nicht mal so gut erwartet, aber insgesamt sieht das doch sehr hübsch aus und insgesamt findet man vor allem schnell die Funktion, die man eben sucht und das Ganze ist sehr übersichtlich aufgebaut. Aber jetzt erstmal zurück zum Watchface. Von da aus könnt ihr nämlich folgendermaßen weiter navigieren. Entweder ihr swipet mit dem Finger von oben nach unten, dann zieht ihr die Benachrichtigungsleiste runter. Da könnt ihr dann auch alle Benachrichtigungen sehen, die bei euch auf dem Smartphone eingehen. Leider könnt ihr keine Benachrichtigungen beantworten, weder mit Sprache noch mit Text. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, immerhin könnt ihr sie sehen. Wenn ihr hingegen von unten nach oben wischt, dann kommt ihr in die App-Übersicht. Da sind eine ganze Menge Apps aufgelistet und letztendlich habt ihr auf dem iPhone dann die Möglichkeit, da auch manche zu deaktivieren bzw. zu aktivieren. Mehr als das, was ihr da seht, gibt es aber nicht. Dementsprechend gibt es da keinen Store, wo ihr irgendwie noch mehr Apps runterladen könnt, sondern die, die darauf installiert sind, das ist eben alles, was es so gibt. Als erstes habe ich da wirklich so ein bisschen den Überblick verloren bei den Apps, weil es einfach viele gibt, die irgendwie dieselben Funktionen haben oder sehr ähnlich funktionieren. Also zum Beispiel Status, Aktivität, Vitalität, Stress und solche Dinge. Ich weiß nicht, wie man das genau benutzen soll und da habe ich auch von verschiedenen anderen Leuten gesehen, dass das einfach so ein bisschen undurchsichtig und irgendwie alles zusammengeworfen ist und man weiß dann nicht genau, welche App man jetzt wann und für was verwenden muss. Es gibt dazu aber auch noch eine ganze Menge andere Apps, die tatsächlich sehr nützlich sind. Denn wenn ich jetzt gerade mal hier auf das Mi Band einen Blick drauf werfe, dann habe ich zum Beispiel eine Wetter-App, einen Wecker. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel gibt es hier eine Stoppuhr, ich kann die ganze Musik steuern über die Musik-App. Ich kann sogar mein Telefon finden, wenn es irgendwo verloren ist. Wenn ich zum Beispiel mein iPhone irgendwo verlegt habe, dann kann ich es hierüber klingeln lassen und dann finde ich es einfach ein bisschen schneller. Dann gibt es noch eine Weltuhr, ich kann die Kamera steuern, den Timer und eine Taschenlampe. Also es gibt da schon diverse verschiedene Apps, auch wenn man jetzt keine zusätzlichen herunterladen kann. Ich denke mal, für die meisten sollte das reichen. Theoretisch könnt ihr alle diese Apps dann auch erreichen, indem ihr einfach von dem Watchface aus nach rechts und links swiped. Auch das könnt ihr dann am iPhone einfach festlegen, in welcher Reihenfolge und welche Apps dann eben in diesem Schnellzugriff sein sollen. Wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut, dann wird ziemlich schnell klar, dass man das jetzt nicht mit dem Betriebssystem von der Apple Watch zum Beispiel vergleichen kann. Bei der Apple Watch ist da einfach noch sehr viel mehr möglich. Es gibt vor allem erstmal sehr viel mehr Apps, aber auch die Benutzung an sich funktioniert einfach noch ein bisschen intuitiver, ein bisschen leichter. Man kann die ganzen Watchfaces anpassen, man kann die Apps anordnen, man kann mit der Apple Watch zum Beispiel telefonieren oder Sprachnachrichten aufnehmen, man kann auch damit bezahlen. All das geht natürlich mit diesem Mi Band nicht. Dennoch muss ich schon sagen, funktioniert das Betriebssystem so erstmal ziemlich gut. Vor allem ist mir aufgefallen, dass das Ganze schon ziemlich schnell ist. Man kennt das ja hin und wieder, dass man da einfach lange Ladezeiten bei sowas hat und das habe ich bei Mi Band eigentlich überhaupt nicht. Egal, ob ich jetzt eine App anklicke oder wieder zurückgehe oder in ein anderes Menü gehe, das Ganze geht wirklich super schnell. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, den ich ansprechen würde, dann wäre es auf jeden Fall die Schriftgröße bzw. dann in Kombination die Auflösung, denn das Ganze ist manchmal schon wirklich sehr schwer zu erkennen. Klar, das liegt dann natürlich auch an dem schmalen Display, da kann man einfach nicht so viel Text aufzeigen. Letztendlich ist die Schrift aber einfach so ein bisschen zu schmal und ein bisschen zu pixelig. Das würde ich auf jeden Fall dann kritisieren, wenn es einen Punkt gäbe. Eine wichtige Kategorie bleibt uns jetzt aber noch und zwar die Sportfunktion und wir müssen uns die Frage stellen, macht das eigentlich Sinn, mit so einem Mi Band Sport zu treiben bzw. den dann zu tracken? Während ich das Mi Band 8 so im Alltag genutzt habe, bin ich da zu folgenden Ergebnissen gekommen. Erstmal als Schrittzähler an sich macht das Mi Band 8 doch eine ganze Menge Sinn, denn da kann man das im Alltag gut verwenden und es kann die Schritte auch ganz einfach mitzählen.
Auch wenn man jetzt zum Beispiel so einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung aufzeichnen möchte, dann funktioniert das alles schon ziemlich gut. Letztendlich werden die einzelnen Daten gut erfasst, auch wenn man beim Puls manchmal ein bisschen aufpassen muss, denn da muss das Band schon wirklich gut an der Haut anliegen, sonst kommt es da immer zu falschen Messungen. Aber leider ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel zu Sportarten wechselt mit ein bisschen mehr Bewegung und vor allem wenn man das Smartphone auch einfach mal zu Hause lassen möchte, dann fehlen einem im Nachhinein da einfach bestimmte Informationen bzw. das Ganze ist auch einfach nicht mehr ganz akkurat. Denn als ich zum Beispiel letztens mit dem Mi Band und der Apple Watch zusammen joggen war und das iPhone einfach mal zu Hause gelassen habe, da hat das Mi Band einfach 1,5 Kilometer zu wenig aufgezeichnet bei einer Strecke von 5 Kilometern und da habe ich mich schon gefragt, irgendwas ist da ziemlich komisch und da das Ganze kein GPS-Modul hat, können wir dementsprechend auch keine Strecke aufzeichnen, denn die Apple Watch kann im Nachhinein dann einfach die Strecke aufzeigen und das kann das Mi Band in dem Fall auch nicht. Deshalb würde ich sagen, für kleinere Workouts geht das schon in Ordnung und wenn man im Alltag einfach die Schritte zählen möchte, wenn man da jetzt aber ein bisschen mehr machen möchte, vielleicht schwimmen gehen oder auch joggen oder auch ganz andere Dinge, dann sollte man schon eher zu einem richtigen Fitness-Tracker greifen, beziehungsweise eben zu einer Apple Watch oder vielleicht auch zu einer Smartwatch von einem anderen Hersteller. Und wie sieht denn jetzt am Ende von diesem Video mein Fazit zum Mi Band 8 aus? Ich würde sagen folgendermaßen, wer einfach nur für den Alltag so ein bisschen ein intelligentes Gadget sucht, mit dem man die Schritte zählen kann, vielleicht mal ein bisschen die Musik steuern oder auch mal das Wetter gucken oder verschiedene Benachrichtigungen anschauen, für den könnte das Mi Band 8 tatsächlich was sein. Denn falls euch diese Funktionen so ausreichen sollten, dann könnt ihr im Vergleich zu einer Apple Watch wirklich eine ganze Menge Geld sparen und ich meine, das Ganze sieht jetzt nicht vielleicht super toll aus, aber geht insgesamt schon in Ordnung, ist ein bisschen unscheinbarer, ein bisschen kleiner, vor allem auch ein bisschen leichter, hat eine super Akkulaufzeit, auf die wollte ich auch noch zum Schluss einmal zu sprechen kommen und zwar könnt ihr 2 Wochen Akkulaufzeit damit erreichen mit nur einmal aufladen und dementsprechend braucht man dann auch diesen Stecker, der manchmal ein bisschen wackelt, nicht mehr so oft und ich würde sagen, dafür macht man schon einen ganz guten Deal. Aber ganz klar ist natürlich auch, jemand, der jetzt ein bisschen mehr mit seiner Smartwatch machen will, also mehr Workouts aufzeichnen bzw. damit telefonieren, damit bezahlen und solche ganzen Dinge, der ist damit einfach nicht so gut beraten, der sollte dann wirklich lieber zu einer Apple Watch oder ähnlichem greifen. Da ich jetzt aber durchaus glaube, dass das Mi Band 8 für den einen oder anderen echt ganz cool sein könnte, habe ich mir überlegt, ich verlose einfach das hier, was ich hier habe an euch und wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Da das Ganze über YouTube immer so ein bisschen schwierig ist, machen wir das Ganze einfach über Instagram. Deswegen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einfach mal meinen Instagram-Account, dem könnt ihr einmal folgen. Dann könnt ihr den neuesten Post zu dem Mi Band 8 einfach liken und darunter kommentieren, warum ihr gerne das Mi Band 8 gewinnen möchtet. Wenn ihr das Ganze dann noch in eurer Story teilt, dann wäre das perfekt und dann habt ihr auch die Chance, das Mi Band 8 zu gewinnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht ja beim nächsten Mal. Wenn ihr weitere Projekte wie das hier nicht verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier auch abonniert, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich bei einem weiteren Video wieder. Macht's gut, Leute, haut rein und bis dahin, ciao.